In 50 Minuten ist Anwurf, also Anpfiff in der Partie, in der Spitzenpartie in der Handball-Bundesliga zwischen den Rhein-Neckar-Löwen und den Füchsen Berlin. Die sind nämlich zu Gast, das ist ein Top-Duell, also der Tabellenerste zu Gast beim Tabellendritten. Und gewinnen die Löwen, dann könnten sie zumindest mit den Füchsen nach Punkten gleichziehen. Die Vorzeichen, die stehen aber so lala. Uwe Gensheimer und Halil Yaganyats, die fallen verletzungsbedingt aus. Und dass die Füchse in dieser Saison bisher nur einmal verloren haben, das ist jetzt auch nicht unbedingt die leichteste Aufgabe, um das zu ändern. Wie sie es trotzdem meistern wollen, darüber hat Pascal Förster mit dem Trainer Sebastian Hinze gesprochen. Herr Hinze, Spitzenspiel in der Handball-Bundesliga. Die Rhein-Neckar-Löwen empfangen den Tabellenführer aus Berlin, die Füchse. Was für ein Spiel erwartet die Löwen denn heute Abend? Ja, ich hoffe ein Top-Spiel mit einer heißen Atmosphäre. Wir haben die Halle voll für den Donnerstagabend, überragend. Und wir wollen eine Atmosphäre schaffen, dass wir diesem Spiel auch gerecht werden, trotz der verletzungsbedingten Ausfälle. Dass wir alles reinwerfen und wirklich auch selbstbewusst auftreten. Und ich hoffe, dass wir mit unserer Idee, Handball zu spielen, Berlin sehr, sehr große Probleme machen können. Genau, Sie haben es gerade schon angesprochen, bittere Nachrichten. Natürlich kurz vor dem Topspiel die Verletzungen von Uwe Gensheimer und Halil Yaganyats. Was bedeutet das denn jetzt im Endeffekt für den Kader? Ja, in erster Linie, dass die beiden nicht dabei sind. Da fehlt uns schon Qualität, das muss man ehrlicherweise sagen. Aber es bedeutet vor allen Dingen, dass andere Spieler jetzt größere Rollen bekommen, dass wir als Team enger zusammenrücken müssen, dass wir noch ein bisschen disziplinierter sein müssen. Und wenn wir das schaffen, dann können wir das kompensieren. Jetzt sind die Füchse natürlich in einer sehr starken Form, momentan nur eine Niederlage in der laufenden Saison. Vor allem defensiv treten sie immer sehr stark auf. Was müssen die Rhein-Neckar-Löwen denn tun, um eben diese Defensive zu knacken? Ja, in erster Linie müssen wir selber sehr, sehr gut decken, ihnen ihr Tempospiel wegnehmen und sie im Positionsangriff wirklich immer wieder vor neue Aufgaben stellen, sodass das schaffen über Ballgewinne, auch selber ins Tempospiel zu kommen, um nicht allzu viel gegen ihre wirklich sehr, sehr gute Abwehr anrennen zu müssen. Und dann im Positionsangriff wirklich Räume schaffen, die wir gewinnen können, Abschlusssituationen uns nehmen, wo wir eine gute Wahrscheinlichkeit haben, auch ein Tor zu erzielen und dann in eine gute Rückzugsorganisation zu kommen. Aber dass Berlin eine sehr gute Verteidigung hat mit einem überragenden Torwart, das ist uns klar, aber wir haben uns schon ein paar Sachen überlegt, wo wir sie angreifen können. Jetzt würde ein Sieg auch bedeuten, dass Sie punktgleich auf dem ersten Tabellenplatz stehen. Mal Hand aufs Herz, ist das Thema Meisterschaft schon Thema in der Mannschaft, obwohl die Saison noch so früh ist? Hand aufs Herz, nein. Bei den Löwen lief es in den letzten Jahren ja eher durchwachsen. Sie haben die Mannschaft am Anfang der Saison erst übernommen. Was haben Sie denn getan, um die Löwen wieder ein bisschen auf Kurs zu bringen? Naja, wir haben, glaube ich, jetzt eine sehr gute Kaderstruktur. Wir haben die Idee, wie wir Handball spielen wollen. Mit Erfolgserlebnissen in der Vorbereitung zu Anfang der Saison haben wir sehr, sehr gut auf die Platte gebracht. Dann haben wir das Selbstbewusstsein, ist dadurch gestiegen. Dadurch gehen wir wirklich jetzt wirklich mit einer sehr guten Körpersprache in jedes Spiel, geben in jedem Spiel alles. Und das sind Dinge, die wir uns erarbeitet haben, über ein System, über die Jungs, die das wirklich klasse machen. Und wir haben in diesem Jahr wirklich in jedem Spiel eine sehr, sehr gute Torwartleistung. Das hilft natürlich gerade für dieses Thema Stabilität in jedem Spiel. Von daher war es gar nicht so viel, aber es war wichtig, dass wir alle in eine Richtung marschieren und das machen wir im Moment. Herr Hinze, wir wünschen viel Erfolg und vielen Dank für Ihre Zeit. Sehr gerne, danke.